So, als hätten wir es nicht eh schon irgendwie schwer genug, wurden momentan ziemlich viele Shopify-Shops gehackt. Und viele wissen das noch gar nicht. Deswegen teile dieses Video mit allen, die Shopify benutzen. So, ganz kurzer Einschub. Wenn ich heute sage Hack, dann meine ich eigentlich einen Bot, der Links produziert, die auf deine Seite zeigen und dann Inhalt auf deine Seite einfügen, und zwar hier oben über Suchparameter. Das kann prinzipiell jeder tun. Das ist kein Hack, sodass deine Seite nicht kaputt ist, aber Google denkt dann, dass im Prinzip irgendwelche Links und Angebote existieren, die so gar nicht existieren. Du siehst zum Beispiel hier oben, hier kann ich zum Beispiel in diesen Link irgendwas reinschreiben, wie zum Beispiel meinen Namen. Ich schreibe hier einfach mal meinen Namen hin und schon steht mein kompletter Name hier auf dieser Seite hier und auch hier unten in diesem Link, weil das eben der Suchparameter ist, der von Shopify dann an dieser Stelle eingefügt wird. Wenn Google dann diese Seite hier mit diesem Parameter sieht, dann sieht Google natürlich auch diese Inhalte und damit werden dann diese Produkte, die hier stehen, soll ich die jetzt komplett vorlesen? Spaß mache ich nicht. Die werden dann damit beworben. Und das Prinzip ist, dass das schlecht für deine Seite ist, weil Google dann denkt, es geht auf dieser Seite auch um diese Produkte. Aber deine Seite wurde nicht gehackt in dem Sinne. Obwohl, definiere bitte das Wort hacken. Der eine kann hacken so auslegen und der andere so. Es wurde ein System umgangen. Aber deine Seite wurde, und das ist wichtig, nicht kaputt gemacht. Deswegen kann man das hier auch irgendwie nicht finden, so wie Shopify das irgendwie empfiehlt in so einem Hilfeguide hier, was ziemlich witzig ist, dass die so tun oder denken. Shopify Stuff hat hier geschrieben, guck doch mal deine Product Vendors an, die existieren nicht, diese Links. Und Shopify hat das hier irgendwie auch selber nicht verstanden, was hier das Problem ist. Und deswegen sage ich es hier nochmal in diesem Video hier als kleiner Punch-In für Shopify, ey, das ist dort nicht angelegt, das ist über einen Suchparameter injiziert und auch für dich, wenn du noch nicht verstanden hast, was eventuell passieren kann und was das dann für Implikationen hat, die zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Und zwar sieht es so aus, wenn du deine Seite eingibst, also zum Beispiel dieser Shop hier wurde gehackt, noch eine ganze Reihe anderer, ich kenne fast keinen Shop, der das irgendwie jetzt bisher nicht durch hatte, deswegen prüf das heute in deinem Shopify-Shop, indem du einfach bei Google Site-Doppelpunkt und dann deine Domain, das ist die Domain, und dann zum Beispiel Collections/Vendors hier eingibst. Es reicht auch, wenn du einfach mal deine Domain nur durchsuchst und dann die ganzen Seiten hier unten durchgehst und dann dir die Links hier anguckst. Aber wenn man beispielsweise die Collection-Seiten durchgeht, die werden momentan ganz oft von einem Hack betroffen, den ich dir gleich erkläre und dessen Namen ich dir gleich sage, Collections/Vendors. Wenn ich das hier eingebe, dann sehe ich sofort, diese Links, die sollten hier nicht sein. Vor allen Dingen dieser hier, der stößt bei mir besonders auf. Und du siehst jetzt hier, alles klar, hier wird offensichtlich auf dieser Seite Werbung gemacht für ein Produkt, das diese Seite gar nicht verkauft. Und Google erkennt das relativ schnell und die Seite wird natürlich dadurch nicht besser ranken, eher im Gegenteil. Und viele Shops sind davon betroffen. Ich hoffe, du gibst diesem Video hier ein Like, denn so viel habe ich davon nicht. Wir beheben das zwar auch als Agentur, also meine Agentur, die behebt das. Ich sage, ja, wir machen das, wenn du uns anfragst, aber das ist nicht unsere Lieblingsaufgabe. Unsere Aufgabe ist Marketing. Und ja, ich freue mich, wenn du dieses Video hier anguckst, um dieses Problem hier selber kostenlos für dich zu lösen und ich einfach nur ein Like oder auch einen Kommentar mit einem Danke von dir bekomme. Und jetzt geht's los, wie wir das hier beheben. Als erstes mal, ich habe auch einen kleinen Blogpost bei uns gemacht über das Thema, direkt heute Morgen, nachdem bei uns im Livestream, dass jemand hatte dieses Problem. Und du siehst hier nochmal alle Schritte. Ich werde natürlich diesen Blogpost hier drunter tun. Vor allen Dingen ist hier so ein Code, den brauchen wir heute im Video. Ich habe übrigens gesehen, ich hoffe genau deswegen gibst du mir auch ein Like, auf LinkedIn benutzen das einige, um wirklich diesen kleinen Code hier, wirklich diesen Code, um Newsletter-Abonnenten zu generieren. Ist es euer Ernst? Das ist der einfachste Code der Welt. Den gibt man kostenlos raus. Den findest du hier auf unserer Seite. Es gibt tausend andere Gründe, warum du dich hier bei Website-Piloten bei uns anmelden solltest für Newsletter, aber nicht diese 4 Zeilen Code, sondern sind 3 Zeilen sogar nur, sondern tausende von Livestreams, über 1000 Videos, die wir haben, aber nicht dieser Code. Also ich gebe den kostenlos raus. Hier in der Videobeschreibung findest du den. Den brauchen wir gleich. Wenn du keine Nebeninformationen haben willst, dann guck dir natürlich diesen Beitrag hier an. Ich gehe jetzt aber hier Schritt für Schritt alle diese Punkte, die ich dir hier aufgeschrieben habe, durch, damit du das auch wirklich verstehst und hier wirklich nichts falsch machst. Ganz kurzer Ausflug in mein Privatleben. Ihr wisst ja, manchmal bringe ich Schokolade mit, manchmal bringe ich ein Glas Wein mit. Ja, und heute habe ich weder eine Knopfbatterie noch Alkohol, sondern ich hatte einfach eine Flasche Wasser am Start und die hat übrigens, die hat am meisten geholfen. Also ich habe echt gute Laune heute und ich habe die gerade komplett leer getrunken. Also hol dir eine Flasche Wasser, sei hier dabei und hol deinen Shopify-Shop ohne Sorgen mit einer Flasche Wasser aus diesem Sumpf wieder raus.
So, als allererstes, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Viele von euch wollen jetzt vielleicht sofort den Fehler beheben, aber die Analyse, die gehört unmittelbar dazu. Also diesen Schritt hier, den müsst ihr alle gehen, bitte nicht überspringen. Du gehst in die Suchkonsole rein und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Einmal von dem Shop, den wir hier sehen. Und in der Suchkonsole gehst du auf alle Seiten und hier gehst du auf Daten zu den indexierten Seiten ansehen. Und dann gibt es hier so einen Filter, in dem du eigentlich auf 500 Seiten gehen kannst. Das Problem ist jetzt hier, dass ich jetzt hier gar nichts angezeigt bekomme bei diesem Shop. Also das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich gehe mal wieder hier zurück und dann gehe ich mal hier diese hier unten durch. Also hier bei dem Shop ist es jetzt nicht so gut. Ich gehe mal hier drauf und dann schaue ich mir hier unten, hier schaue ich mir 500 Stück an oder ich exportiere mir die und durchsuche die in einer Excel-Tabelle. Zum Beispiel gebe ich mal jetzt hier einen Collections Vendor. Ich mache einfach Command F. Und dann durchsuche ich diese Seiten. Dann gehe ich hier wieder zurück, gehe dann zum Beispiel hier auf diese 286. Und auch hier sehe ich auf jeden Fall, dass hier ein großes Problem ist. Hier sehe ich, dass hier durch die Search auch ein Hack entstanden ist, den wir bis jetzt auch noch gar nicht auf dem Radar haben. Hier haben wir genau das gleiche Problem im Prinzip. Auch diese Search-Ergebnisse, die wollen wir ausschließen. Aber das ist witzigerweise jetzt hier nicht dieser Japanese Keyword-Hack, das hier ist noch ein anderer, das ist wahrscheinlich der Thailand. Warte, welche Zeichen sind das hier? Sind das thailändische Zeichen? Müsste ich jetzt mal rausfinden. Zeichen, ne, arabische sind es. Es sind arabische. Mein Gott, ey, Lampenfieber hier. Arabische und hier haben wir auch noch russische Zeichen. Wir haben hier also nicht nur das Problem dieser Japanese-Zeichen, sondern wir haben hier auch das hier. Und hier sehen wir, dass hier das No-Index-Tag ist, also hier haben wir uns eventuell sogar auch schon bei diesem Shop drum gekümmert. Viel wichtiger sind alle Seiten, die man eben hier findet, die sozusagen Seiten mit Weiterleitung sind oder die eben auch noch im Index sind. Diese hier, die sind wenigstens schon auf No-Index gesetzt, das heißt, die sollten hier bald auch rausfliegen und gar nicht im Index sein bei dieser Seite. Jetzt habe ich euch noch einen zweiten Shop mitgebracht, hier ist es so, hier habe ich diesen Tab, wenn ich hier runtergehe, hier habe ich, wenn ich auf Seiten gehe, dann habe ich hier Daten zu den indexierten Seiten. Und hier ist es jetzt so, auch hier habe ich diesen Filter, den meinte ich eben, den kann ich auf 500 setzen. Und die muss ich echt eigentlich mal alle durchgehen und mir angucken. Selbst wenn das 30.000 sind, da sollte man jetzt so auf Muster achten. Man kann natürlich auch hier Zeichen einsetzen von, also irgendwelche arabischen Zeichen und irgendwas, was in diesen Links drin sein kann oder in diesen URLs. Aber das kann eben eine Menge sein. Das heißt, man sollte hier schon mal durchgehen und sich das anschauen. Wenn ich jetzt mal hier durchgehe, dann sehe ich so auf den ersten Blick nichts, aber wenn ich mal jetzt hier eingehe, gebe Collections Vendor, dann sehe ich, dass hier immerhin 7 Links sind, die eben, der enthält eben diese chinesischen Zeichen oder japanischen Zeichen. Ich glaube, man nennt das Hiragana, ne? Es gibt Katakana, Hiragana, whatever. Diese Zeichen sind hier und das ist ein Problem. So, und jetzt ist es bei Shopify so, das habe ich auch nochmal recherchiert, wie das andere machen, dass die meisten einfach hier Collections, Vendors und dann das mit diesem Fragezeichen Q ist gleich, dass sie das ausschließen, weil diese Seiten hier auch, die sind alle absolut nicht wichtig für deine Suchkonsole und auch diese hier, die sehen eigentlich eher nach Spam aus. Das heißt, das schauen wir uns mal an. Ich gehe mal hier drauf auf diese Seite und dann sehe ich, das sieht nicht nach dieser Website aus. Auch diese Seite ist also definitiv Spam. Das heißt, diese Collections Vendors, Fragezeichen Q, das sieht nicht gut aus. Was wir als erstes machen wollen im Shopify-Shop, ist, dass ich die auf No-Index setze. Und das machen wir jetzt als ersten Punkt. So, also wir haben jetzt das hier oben, haben wir sozusagen abgefrühstückt, ne? Und jetzt brauchen wir letztendlich diesen Code hier. Ich gehe mit dir jetzt hier Punkt 1, 2 und 3 durch. Dann gehe ich in den Shopify-Shop. Und ich gehe jetzt erstmal mal ganz kurz zurück. Du gehst hier auf Online-Shop-Themes, ne, im Shopify, dann gehst du hier auf die drei Punkte, Theme-Datei bzw. Code bearbeiten, genau der Punkt. Dann gehst du in die Theme Liquid und hier ist eigentlich egal, wo das steht. Hauptsache, es steht hier irgendwo, wo auch andere Meta-Informationen übergeben werden. Und das ist hier nach diesen ersten zwei Includes, ich könnte es auch hier drüber machen, ne. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es hier im Head-Bereich steht, ne. Und nicht hier unten erst irgendwo. Also, es muss im Head-Bereich sein. In dem Fall ist es hier. Hier kommen dann andere Meta-Directives. Und hier habe ich noch diese Bedingungen. Und das bedeutet einfach nur, wenn das eine Collection-Seite ist, die keine Produkte enthält von Shopify. Das bedeutet, wir setzen hier nur die Seiten auf No-Index, wo auch keine Produkte sind. Und das ist natürlich smart, weil das ist natürlich vorbeugend die Lösung,
wie diese Collections und dann Vendor-Seiten, wie die nicht im Google Index landen, wenn die kompromittiert sind. So, das bedeutet, das kommt hier rein. Dann bitte noch sicherstellen, dass ich hier unten nicht irgendwie das nochmal auf Index setze. Also hier mal gucken, ob hier nochmal irgendwie Robots ist und dass ich da irgendwie nicht Google komplett durcheinander bringe, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Aber bitte immer nochmal sicher gehen, dass hier unten nicht irgendwie nochmal so ein Directive ist, also nicht noch so ein Robots, so eine Anweisung hier wie diese hier. Sollte aber in der Regel nicht so sein, wenn du diese Datei hier noch nie angepackt hast. So, und jetzt wollen wir das Ganze prüfen. Ich gehe mal hier auf Speichern. Das habe ich hier drüben auch hingeschrieben. Prüfen, ob die Collection-Seiten nur auf NoIndex sind. Das lässt sich in einem Video viel besser verpacken als hier in so einem einen Punkt. Deswegen habe ich auch gedacht, ich brauche unbedingt ein Video hier drüber. Ich gehe also in den Shop rein und dann schaue ich mal hier zum Beispiel auf der Startseite, ist die noch im Index? Ja, ist sie, weil hier ist kein Robot-Meta definiert. Ich benutze hier SEO-Meta in One-Click. Das ist einfach ein Browser-Plugin. Meta in One-Click, das ist ziemlich nice. Das ist für Chrome. Muss man haben, ist echt ein Must-Have-Plugin für alle, die SEO machen. So, und damit kann ich letztendlich prüfen, welche Seiten jetzt dieses Index, No-Index-Tag meine ich, beinhalten und diese hier offensichtlich nicht. So, wenn ich jetzt aber mal einfach eine von diesen Links nehme, so zum Beispiel diesen hier, ne? Dann sehe ich, hier steht 0 Produkte gefunden und ich gehe wieder hier oben drauf. Das sieht harikari aus und hier steht jetzt No-Index. Top. So, das ist erstmal Schritt 1. Wenn Google das nächste Mal diese Seite hier sieht oder weitere Seiten sieht, weil deine Collections wieder gehackt werden, dann ist es so, dass die aus dem Index genommen werden. Ganz kurzer Gegencheck, der steht zwar nicht in meinem Guide, aber den zeige ich gerne hier in so einem Video. Mach's einfach nochmal weg und dann geh wieder auf die Seite und dann guck, ob du das wirklich warst, der oder die Änderungen hier gemacht hat. Und hier siehst du, jetzt ist das Meta-Tag wieder nicht defined. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall diesen Code, damit die hier eben auf No-Index sind. Zack. So, das kann immer ein bisschen dauern. Muss ich dann vielleicht nochmal neu laden. Und dann sollte das wieder auf No-Index sein. So, und jetzt noch ein ganz wichtiger Schritt. Ich bin nochmal in die Suchkonsole hier reingesprungen. Und zwar hast du ja jetzt deine Seiten schon im Index. Und ich habe dir ja schon am Anfang gezeigt, wie du diese Seiten eben herausfindest, ob die dort sind. Diese sind ja hier schon ausgeschlossen, das heißt, Google wird die nächsten Tage aus dem Index nehmen. Jetzt bitte nicht wundern, wenn hier steht, die sind ausgeschlossen, aber du findest sie noch bei Google, das kann ein paar Tage dauern. Google hat mehrere Milliarden Seiten im Index, also hey, das kann dauern. Dann gehe ich mal aber auf alle, die sozusagen im Index drin sind, also das wären in dem Fall hier Seite mit Weiterleitung, die sind ja hier drin. Und das sollten jetzt natürlich auch hier welche sein, wie zum Beispiel hier die Collection/Vendor. So, und in dem Beispiel hier siehst du, dass wir hier jetzt gar keine davon finden. Das heißt, ich muss noch ein zweites Beispiel suchen. Hierfür gehe ich jetzt mal hier rüber und hier siehst du, dass ich die ja nach diesem Muster hier habe. Und genau das Problem habe ich auch eben im anderen Shop. Und da musste ich eben erstmal auf die Google-Suche gehen, um da zu gucken, welche Seiten sind da im Index. Wenn du dir irgendwie nicht sicher bist, kommentiere gerne hier drunter oder frag uns irgendwie an, dass wir dir dabei helfen, alle Links rauszufinden, die auf jeden Fall hier raus müssen. Was du dann auf jeden Fall bei den Shops machst, wo du das Problem hast, ist, dass du die nach diesem Muster hier eben ausschließen kannst. Also in dem Fall sollen die hier alle raus, die mit diesem Pfad hier anfangen, mit dem Fragezeichen Q ist gleich auf jeden Fall. Und du gehst dann hier auf Entfernen und musst die dann jetzt hier rausschmeißen. Du gehst dann auf Neuer Antrag, gehst hier drauf und sagst dann hier alle mit diesem Präfix entfernen. Wenn du nur einzelne entfernen willst, dann gibst du natürlich alle einzeln hier ein. Das können jetzt irgendwelche einzelnen URLs hier sein, die du eingibst. Da musst du diesen Schritt hier natürlich immer wieder durchgehen und klickst immer das hier an. Ich möchte aber alle entfernen, die Fragezeichen Q ist gleich dahinter haben. Und hier muss aber noch die Domain davor. Das wäre in dem Fall hier diese. So, und dann gehe ich hier unten natürlich auf Weiter und sage, dass ich die alle ausschließen möchte. Das müsste jetzt funktionieren. Für alle diese URLs, dass die ausgeschlossen werden, mein Tipp, kontrolliere das auf jeden Fall nach ein paar Tagen, ob die wirklich aus dem Index raus sind und schau, ob das dann hier richtig ist, ob zum Beispiel deine URL hier richtig ist und im Zweifelsfall einfach ein bisschen aggressiver vorgehen und einfach nicht diesen Suchparameter dahinter schreiben, sondern einfach die hier auch noch ausschließen. In dem Fall hier würde ich das sowieso vorsorglich auf jeden Fall tun und auch hierfür einen Antrag senden, also hier
ist man sich vielleicht nicht immer ganz sicher, ob man damit alle abhaken kann und dann Haken hintermacht. In dem Fall sehe ich nämlich auch hier, dass hier nicht steht, beginnt mit. Das heißt, hier ganz vorsichtig sein, dass man hier wirklich den ganzen Pfad hat. Dafür darf man hier nichts hinterschreiben, weil das hier wie ein Pfeil oder wie eine Datei gehandhabt wird. Aber das hier wird wie ein Ordner gehandhabt, den man dann sozusagen komplett ausschließt. Also hier mega vorsichtig sein und am besten ein bisschen mehr ausschließen als am Ende doch zu wenig. So, du siehst, mir ist richtig, richtig warm geworden. Bei dem Thema ist echt knallhart und ich bin auch umgestiegen jetzt. Scheiß aufs Wasser. Ich brauche Kaffee. Und zwar, wenn du noch weitere Parameter hast, die du irgendwie ausschließen willst, dann kannst du natürlich hier auch noch weitere No-Index-Dinger hier hinzufügen. Übrigens stand hier vorhin ganz kurz und, das hat mich auch in den Wahnsinn getrieben, das muss natürlich end sein, das war bei mir Auto-Correction. Das nur jetzt ganz kleiner Punch-in hier und dann muss zum Beispiel bei einem weiteren Vergleich muss dann hier auf jeden Fall dieses end weg, weil das ergibt dann hier bei so einer Seite keinen Sinn mehr. Ich gehe dann also hier auf Speichern und jetzt gucken wir uns mal eine dieser Seiten an. Ich lade die jetzt mal hier neu und jetzt schauen wir mal. So, und hier klappt das jetzt nicht, weil, jetzt weißt du, warum ich schwitze, und zwar, weil das ja eine 404-Seite jetzt ist und hierfür gilt das nicht. Also, wenn ich jetzt drauf gehe, habe ich 100 Pro ja immer noch Roberts MetaTag Not Defined stehen. Hier muss ich auf eine andere Art und Weise vorgehen, wenn ich weiß, die sollen in Zukunft rausgehen, aber wichtig, das hier würde jetzt nicht mehr gelten. Warte mal, ich gehe mal hier rüber und jetzt zeige ich dir erstmal, was dann nicht mehr gilt, weil, pass auf, wenn Google sieht in der robots.txt, dass diese Seiten nicht besucht werden dürfen, dann würde Google niemals das hier stehen, was ich hier für Search-Seiten definiere. Das heißt, ich kann es auch weglassen, weil ich es eben für diese Seiten nicht definieren kann, weil ich noch nicht weiß, welche dazukommen, also Harikari. Und Shopify hat sich, glaube ich, auch schon was überlegt, deswegen ist es so, wenn ich eine neue Robots .txt hier definiere. Moment, wo haben wir sie? Die haben wir hier unten, da muss ich erstmal hier rausgehen und dann suchen robots.txt und hier wird es jetzt echt ein bisschen advanced. Wenn ich die lösche, dann verschwinden hier meine eigenen Regeln, das ist jetzt kein Ding. Ich will dir nur eins zeigen, diese robots.txt, die gibt es immer, also ob ich die dort definiere oder nicht. Wenn ich hier drauf gehe, habe ich hier die Standard robots.txt und wenn ich hier was hinzufügen möchte, dann kann ich jetzt sagen, für die Zukunft bitte, lieber Google Crawler, gehe nicht auf folgende Seiten und dafür lege ich jetzt hier neue Regeln an, gehe hier drauf und wähle ganz unten robots.txt, das hast du gerade nicht gesehen, aber ist easy, findest du einfach in der Liste. Aber es muss hier unter Vorlagen sein, hier oben unter Layouts findest du das nicht, also wenn du hier suchst, es muss hier sein, dieser Punkt. Und hier kann ich jetzt neue Regeln hinzufügen und dafür gehe ich mal auf einen Hilfartikel, den kann ich auch hier drunter tun, das ist shopify.dev-themes-seo-robots-txt und hier kann ich zum Beispiel nach diesem Muster arbeiten, wähle das hier einfach, gehe dann in meinen Shop und kann sagen, dass zum Beispiel alles, was mit Search zu tun hat und alles, was in Zukunft an Mist irgendwie in deinem Shop entsteht oder wo irgendwelche Bots was ausnutzen wollen, kann man dann hier hinzufügen. In dem Fall ist es aber so, ich gebe mal jetzt hier Search minus Malte ein, einfach nur fiktiv jetzt irgendwas, dann wäre jetzt dieses gesamte Verzeichnis, auch wenn hier was dahinter steht, wie zum Beispiel Spam, wäre dann auch mit ausgeschlossen, das müsste ich nicht dahinter schreiben, das schließt dann in Zukunft das gesamte Verzeichnis aus, beziehungsweise sagt durch dieses Sternchen hier, für alle Suchmaschinen soll das bitte ausgeschlossen sein. Wenn ich jetzt hier rübergehe und meine robots.txt neu lade, voila, dann sehe ich, Search Malte ist ausgeschlossen, aber Search muss ich gar nicht ausschließen, weil das ist bei Default schon eben ausgeschlossen. Das bedeutet, dass eben irgendwann mal, nachdem Jonas schon diesen einen Hack hier behoben hat, das hast du vorhin gesehen, da habe ich kurz über scherzhaft thailändischen Hack und eben diesen, was waren das noch? Das waren kyrillische Zeichen, ne? Die waren alle hinter Search und da ist Shopify wahrscheinlich schon drauf gekommen, dass das blöd war, dass die in der Google-Suche landen. Also wird hier Google verboten, auf die Seiten zu gehen. Verboten. Google kann natürlich trotzdem noch machen, was Google will. Aber was ganz wichtig ist, wenn ich das jetzt hier mache, dann würde Google niemals auf die Seiten gehen und dementsprechend auch niemals dieses No-Index finden. Das heißt, du musst auf jeden Fall die, die schon im Index sind, jetzt auf jeden Fall ausschließen. Da reicht dieses No-Index nicht, weil durch No-Index werden sie eben proaktiv aus dem Index geworfen und das hier verbietet eben, diese Seite zu besuchen und das überhaupt zu sehen. Wenn sie also schon drin ist, muss Google die Seite nicht besuchen. Ich hoffe, du hast das verstanden. Das ist so ein altbekanntes SEO- und Robots.txt versus No-Index-Problem. Wenn du es nicht verstanden hast, guck dir die Stelle hier zwei- oder dreimal an, dann wirst du es eventuell verstehen. Ich weiß, das ist advanced.
Auf jeden Fall kannst du so schon für die Zukunft vorbeugen, wenn du irgendwie von Shopify irgendwas hörst und ich hier unter das Video kommentiere und sage, hey, das könnten jetzt neue Parameter sein, die man hier in die robots.txt schreibt, dann weißt du, was zu tun ist. Dann gehst du hier rein, kopierst dieses Kommando hier sozusagen und tust dann hier das hin, was du brauchst, zum Beispiel Search der Zukunft, ja. Und ich hoffe dann, dass diese Seiten hier mit Search der Zukunft wie auch immer noch nicht gecrawlt wurden. Wobei ich der Meinung bin, dass hier nicht viel mehr dazu kommt in Zukunft. Ja, also das werden wir hier wahrscheinlich nicht brauchen. Das nur nochmal für alle Profis und für alle, die noch mehr über Shopify und robots.txt und Noindex hier lernen wollten. Und jetzt bitte ganz wichtig, die nächsten Tage immer hier auf Seiten gehen und hier kontrollieren, was noch drin ist. Und wenn irgendwas nicht funktionieren sollte oder du noch weitere Informationen hast, dann kontaktiere mich hier drunter unter diesem Video oder auf Instagram und LinkedIn. Dort kannst du mir schreiben. Dort kann ich dir sagen, was du noch machen kannst oder ob wir dir irgendwie helfen können oder irgendwer anders. Und da freue ich mich über jede Anfrage. Bis dann, dein Malte.